bei Food Show und ich habe für euch, wie ihr im Vorspann schon gesehen habe oder habt, veganes Cevapcici von Next Level Meat von Lidl. Die neueste vegane Aktion. Eine Packung kostet 2,99 Euro, das habt ihr gerade gesehen. Was erwartet euch? Das ist veganes Cevapcici auf Basis von Erbsenproteinbasis, heißt also nicht auf Sojabasis, wie es momentan bei den ganzen Burgern und so ist. Und sind gewürzt und frisch zum Braten. Was Spanish Style heißt, naja, müssen wir mal gucken. Ist ja eher so aus der Kosovo-Region angesiedelt, normal Cevapcici. Hier sind so Sachen drin wie Hibiskus, Karotte, rote Beete, Knoblauch taucht auch mal auf, Paprika ist auch mal da. Muss man mal gucken, wie sich das gleich geschmacklich verhält. Ich bin schon gespannt. Kalorien hat das Ding 184 auf 100 Gramm, 240 Gramm sind drin und 240 Gramm sind hier 6 Cevapcici. Und hergestellt werden sie von der Veggieland GmbH aus Elsdorf für Lidl. Muss man ja auch mal gucken, wo die herkommen, die guten Sachen. Ja, was die genau können, schauen wir uns das gleich an. Ihr kriegt das gleich nochmal in der Nahaufnahme im Rohzustand mit der Zutaten- und Nährwertenliste. Da könnt ihr wieder Pause drücken. Und dann kommt es in Speed ab, wie es gebraten wird. Und dann guckt man gleich mal, wie das fertig aussieht und wie es natürlich schmeckt. Also, wir sehen uns. Bis gleich. So, hier sind sie im Rohzustand. Also, man kann ja auch die Zwiebeln sehen. Natürlich geformt, wie es sein muss. Konsistenz ein bisschen weicher. Ja, gucken wir gleich mal. Ihr habt jetzt die Zutaten und Nährwerte. Wie gesagt, einmal bitte Pause drücken, damit ihr alles lesen könnt. Und jetzt hauen wir sie in die Pfanne. Die ist nämlich schon an. Und dann gucken wir mal, wie die sich beim Braten verhalten. Ich werde jetzt aber nur 2 oder 3 davon machen. Den Rest mache ich mir gleich nochmal frisch, wenn es Abendessen gibt. Frisch aus der Pfanne. Einmal auch aufgeschnitten. Ihr seht, da sind drin auch die ganzen Zwiebeln. Die Konsistenz von außen sind schon knusprig geworden. Und jetzt müssen wir sie halt noch verkosten. So, und da sind wir wieder zurück. Und jetzt habt ihr es schon gesehen. Jetzt geht es eigentlich nur noch um den Geschmack. Wie gesagt, braten ging ganz gut. Also hat eine gute feste Konsistenz von außen gekriegt. Ging relativ schnell. 6 Minuten soll es ungefähr dauern. Ich habe euch jetzt nicht alles im Speed-Up gemacht, sonst wird der Speed-Up einfach zu lang. Geruchlich, ja, also ich weiß nicht, also geruchlich rieche ich nicht nach Spanien. Mal gucken, wie es schmeckt. Also die Konsistenz finde ich super, ist schön fest, hat also diese leicht faseriger. Ich versuche nur gerade irgendwie das Spanische zu finden. Jetzt kommt eine leichte Schärfe. Wenn das schon der Schärfe oder das Spanische dran ist. Geschmacklich. Du schmeckst es halt. Und das ist Erbsenproteine, also das ist Erbsen sind. Das schmeckst du raus vom Geschmack. Das ist einfach so ein eigener Geschmack nochmal, der anders ist. Aber an sich nicht schlecht. Also dazu jetzt heute freue ich mich eigentlich, kann ich sagen, auf mein Abendessen heute Abend mit noch Kartoffelpüree dazu, noch einer kleinen Soße, dass dort noch was drankommt, Gemüse. Und dann ist das eigentlich ganz gut. Ja, punktemäßig. Was gebe ich dafür? Was gibt es für die Lidl Next Level Cevapcici Spanish Style? Ich würde sie auch bei einer 4 von 5 ansetzen. Die sind wirklich ganz lecker. Also kann man sich echt mal als Alternative nehmen. Man kann sie nicht vergleichen mit natürlich Fleisch. Das ist wieder ein komplett anderes Thema. Also es sind keine Fleisch-Cevapcici, mit denen das vergleichen kann. Das ist einfach ein anderer Geschmack. Die Konsistenz ist aber echt gut. Die ist schön fest. Nicht zu weich. Und es schmeckt auch. Bekommt ihr also ab sofort im Handel. Probiert sie mal aus. Wenn ihr sie noch findet, das ist noch eine ganz wichtige Sache, weil ich hatte heute schon das Problem, dass ich heute Mittag nur noch glaube ich, 5 Packungen bei Lidl gesehen habe. Aber probiert sie aus, wenn ihr sie noch findet. Es lohnt sich mal, eine tolle Alternative mit Erbsen-Proteinbasis. Ich sage jetzt danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in eines der nächsten Videos. Darum Daumen nach oben,
Glocke an, Abo hier, Abo da. Gerne eins dieser beiden Videos schauen. Und wir sehen uns in eins der nächsten Videos bei der Foodschau. Ciao, euer Bob.